Okay. Dann haben wir das auch. Dann können wir hier raus. Warte, wo bin ich? Hier. Gut, einmal die Kollegen schnell durchsuchen. Zack, zack. Schnell mal alles mitnehmen, was wir sehen. Ist hier nicht noch irgendwo? Da liegt noch einer tot in der Ecke. Der hat auch noch Kuna hier, ist okay. So, dann müssten wir uns jetzt mal das Tor da oben vornehmen, würde ich sagen. Von hier aus. Okay, stehen beide an dem Wagen. Und sonst keine Wache da oben. Denn ist auch keiner. Dreh die Kamera nicht immer so hart. Okay, jetzt muss ich noch ihn erwischen. Irgendwie ganz schnell. So nicht, mein lieber Freund. So, nächstes Tor. Dann haben wir, glaube ich, nur noch eine Geisel, meine ich, ne? Jo. Ich glaube, an die ranzukommen wird am schwierigsten werden. Die ist nämlich da oben. Okay, dafür muss erstmal eher weg. Da waren es nur noch drei. So, jetzt müssten wir ihn hier vorne mal weglocken. Okay, jetzt haben wir nur noch die beiden. Den da kriege ich so ohne Probleme. Ich will nur deine Vorräte, deswegen töte ich dich. So, jetzt gehen wir andersrum und schnappolieren uns den dann auch noch weg. Scheint auch kein anderer mehr da zu sein. Komisch, dass er sich gar keine Sorgen macht, dass seine Kumpels auf einmal nicht mehr da sind. Wenn er sich nicht umdreht, ist alles in Ordnung. Schlaf gut. Mein Herr, befreit mich bitte. Ja, aber erst muss ich ihm seine Vorräte abnehmen. Alles wird wieder gut. Seid ihr verletzt? Mir geht es gut. Sie wollten, dass ich ihre Kranken heile. Und ihr weigertet euch. Bleibt hier. Ich kümmere mich um den Rest. Welchen Rest? Niemand ist wirklich frei, bis ihr neuer Kriegsherr tot ist. Er hat das Haus des Oberhaupts übernommen. Hm. Ernsthaft? Er kann ja nur da vorne sein. Oh, es gibt einen offenen Kampf anscheinend.
Weil er wird nämlich nicht angezeigt. Ja. Samurai! Ihr habt meine Leute gefoltert. Unterwerft euch den Mongolen und euer Volk wird nicht leiden. Ihr seid feige und verlogen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Ich bekomme nichts als deinen Kopf. Das denke ich nicht. Der hat aber schon eine heftige Rüstung, ne? Alles klar, auf geht's. Mist, nicht aufgepasst. Okay. Kann was anderes machen? So. Schlaf uns gut. Hier ist die Banner. Ach, hier oder was? Okay. Dorf befreit. Offene Rechnung beglichen. Wow, hat sich voll nicht gelohnt eigentlich. War übelst Aufwand und dann nur so ein bisschen Legendenzuwachs. Huh, Talisman der Lebenskraft. Mittlere Erhöhung der Gesundheit. Entschlossenheitsgewinn. Mittlere Erhöhung der Nahkampfschaden. Verringert die Geschwindigkeit. 10%. Ich weiß noch nicht, ob der sich lohnt. Eigentlich brauchen wir den Gesundheitstalisman gar nicht, ne? Warte mal, Entschlossenheit auf jeden Fall. Aber guck mal, wenn es Entschlossenheit 1 gibt, gibt es doch bestimmt auch Entschlossenheit 2, ne? Also das müssen wir auf alle Fälle behalten. Nahkampfschaden muss auch bleiben. Der Tarn-Talisman, 10%. Das macht nicht so viel aus, ne? Aber ich lasse den mal. Gesundheit haben wir eigentlich mehr als genug. Das passt schon. So, jetzt muss das Spiel erstmal ein bisschen nachladen. Und hier ist Pikmatz. Ich follow den mal. Los, flieg! Bitte sei nicht wieder so verwirrt wie sonst. Ich gehe jetzt da oben rüber. Bambus? Bambus, jawohl. Wieder mal Zeit. Okay, das kriege ich noch hin.
Ohne Probleme. Das auch. Oh, okay. Jawohl, beim ersten Mal, das erste Mal. Beim ersten Mal, das erste Mal. Gut. So, noch zwei. Vorräte. Dann gibt es wieder ein bisschen mehr Entschlossenheit. So, warte. Zack, hier ist noch ein Fragezeichen. Jetzt hat sich hier noch was aufgetan. Tief vergrabene Ehre. Ein Mann in Asamo-Buch klingt verzweifelt. Ich werde herausfinden, was los ist. Niederer Verteidigungstalisman. So, dann haben wir hier noch ein Fragezeichen. Fuchsbau. Mittendrin hier. Okay, show me. Hättest du mir nicht entgegenkommen können, Fuchs? Aus der Richtung kam ich gerade. Der steht aber hier mitten im Dorf anscheinend, ne? Wir haben auch gleich einen Fallensteller, wo wir dann gleich ein bisschen was aufwerten können. Hä? Doch draußen? Ja. Da hinten ist irgendwas Auffälliges auf der Insel. Okay, das. Oh, ich habe eigentlich gedacht, der wäre in der Stadt. Sieht aus wie ein Grabmal. Da hinten. Ich glaube, da müssen wir gleich mal hin. Bevor ich das wieder vergesse. Wir können ja hier zurück schnell reisen. So, noch zwei Schreine. Dann kriegen wir ein Macht-Talisman anscheinend. Wahrscheinlich einen güldenen. So, was ist das denn da hinten? Das sieht so... Das ist ein Fragezeichen. Na gut. Warum wird hier die Verbesserung nicht angezeigt? Oha, wie viel? Rüstung, Fallensteller, Bogenmacher. Okay, da werden wir dann eh gleich hinlatschen. Dann mache ich erstmal hier schnell die Verbesserung, die wir so machen können. Gut, Rüstung können wir eh, das war ja klar. Ich würde aber dann erstmal den Bogen machen. Vorausgesetzt, ich finde den Bogenmacher. Ja, der ist hier leider, der ist hier nicht mal eingezeichnet. Okay, da muss ich ein bisschen suchen. Hier ist der Händler. Das, da ist... Ist das der Bogenmacher? Nee, das ist Rüstung, ne? Das ist Rüstung. Moment, zu dir komme ich vielleicht später. Muss... Wer ist er? Er ist er wahrscheinlich, ne? Da hinten ist Sakai. Ja. Habt ihr einen Moment? Ja, es ist gleich. Wichtig. Gleich. Hier nicht. Hier. Darf ich mich um euren Bogen kümmern, Herr? Ich bitte darum. Den Langbogen, okay, kostet mich 600. Kurzbogen, der wäre dann durch. Kurzbogen ist halt... Also wir machen schon gut Damasch mit dem langen Bogen. Dann mache ich erstmal den Kurzbogen fertig. Makellose Präzision und Reichweite. Dankeschön. Und jetzt noch was. Nur noch beim Fallensteller, okay. Und der saß... Fürst Sakai, habt ihr einen Moment? Es ist wichtig. Ja, komm, dann mache ich erstmal... Ich quatsch den erstmal an, dann haben wir das schon mal mitgenommen. Und trink mal was. Worum geht es? Nicht hier draußen, mein Herr. Hier entlang. Bah, ich wollte nur was trinken. Auch nicht so langsam. Was soll das denn? Mein Name ist Joe. Dies ist mein Laden. Wollt ihr mir etwas verkaufen? Oh, nein, mein Herr. Willst du mich ausrauben? Oder töten? Ah, diese Stelle ist gut. Hier kann keiner lauschen. Sagt mir, worum es hier geht.
um meinen Nachbarn, Haruo. Er verhält sich verdächtig. Er schleicht sich abends aus der Stadt, ist stundenlang fort, kommt erst morgens zurück. Letzte Nacht folgte ich ihm. Er ging zu einem ausgebrannten Haus beim Friedhof und traf dort Banditen. Banditen? Das klingt nicht gut. Ich suche dieses Haus und finde heraus, was sie vorhaben. Tief vergrabene Ehre. Danke, Hiyori. Natürlich, mein Herr. Peace. So, warte, der Fallensteller, der war, glaube ich, war da nicht da bei dem großen Haus? Ich meine, der war da oben, oder? Oder zumindest irgendwo auf der Ecke. Warte, ich guck mal. Ich meine, der war hier irgendwo. Da war er nämlich. Genau. Machen wir das noch eben und dann gucken wir erstmal, wo wir hin müssen. Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Warte mal. Schwerer Pfeil kostet mich 10. Nehme ich mal mit. Nur für euch. Und dann können wir Brandpfeile auch noch einmal machen. Zack. Leb wohl. Jo, und dann war es ja schon wieder. So, der führt mich dahin. Ich würde aber eigentlich gerne erstmal hier hin. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht, mein Herr. Ja, mach ich. So. Das andere Ding können wir dann danach machen. Erstmal immer die Fragezeichen abarbeiten. Achso, und apropos Fragezeichen, da machen wir mal schnell wieder die Tracht des Reisenden. Unser Tüchelein. Und das hier. Ich vermute mal, wir müssen dann hinten lang. Und in Asamo gibt es bestimmt auch noch ein paar Schriftrollen. Aber da müssen wir sicherlich nochmal hin zurück. Sowieso spätestens, wenn wir diese Nebenaufgabe gemacht haben. Ich sollte das Pferd mehr benutzen, oder? Weil ich kann eigentlich auch schon hier rüber schwimmen. Hoffe ich. Ich finde immer noch, dass das Wasser nicht schön aussieht. Also da habe ich schon bedeutend Besseres gesehen. Aber gut, wie gesagt, das Wasser ist ja kein tragendes Hauptelement der Grafik hier in dem Fall, sondern dient mehr als Levelgrenze. Ach, das ist so ein, ja, ein Design. Ein neues Schwertdesign. Was wir nicht brauchen. Man macht nichts. Können wir gleich Schnellreise zurück machen, dann müssen wir nicht ganz mehr wieder schwimmen. Wäre schön, wenn es so kleine Boote geben würde. Auch wie bei Odyssey zum Beispiel. Für solche sehr selten vorkommenden Ausflüge, sag ich mal. Ich glaube, wir hätten noch laufen können. Vakusinsel. Oh. Der macht einen ziemlich toten Eindruck. Das war auch ein Samurai, der einen Dieb getötet hat. Der offensichtlich die Blume klauen wollte. Böser Dieb. So. Dämmerungsuni. Oh, das sieht aber gut aus. Nice. Ich muss leider trotzdem mein Schwertdesign behalten. Es ist das Familienschwert. Ich kann es nicht tauschen. Ich finde, das gehört sich nicht. So, pass auf. Den verfolgen wir und dann reise ich mal hierhin wieder zurück. Und dann starten wir von da aus. Vielleicht vibriert ja auch gleich noch die Kutte. Ja. Ja. Und wieder schlechtes Wetter. Willst du mich verkackeiern? Was ist das hier mit dem Spiel? So, die Frage ist, wo kommt's her? Hier nicht. Also hier. Ja, könnte hier drin sein. Eventuell über mir. Geh mal hoch.
Ja, schön putzen hier. Da leuchtet es. Aufzeichnung. Kommt zur Umugi-Bucht. Bruder, ich bat Taro, Tag und Nacht zu laufen, damit diese Nachricht dich erreicht. Flieh, solange du noch kannst. Komoda liegt in Asche. Die Mauern der Asamo-Bucht werden die Angreifer nicht aufhalten können. Sie sind nicht wie die Piraten oder Banditen von einst. Sie sind schlimmer. Sie haben mächtige Waffen, die Feuer vom Himmel regnen lassen. Gegen so etwas sind wir machtlos. Flieh in das Vorgebirge im Norden. Ich habe schon lange keinen Banner mehr gefunden, ne? Hier geht's raus. Zack. So, wo muss ich lang? Da lang, ne? Dann wollen wir mal gucken, was ist mit dem... Das Haus am Friedhof. Friedhof von... Alamo? Da hinten. Da ist auch noch irgendein Lager oder so, was wir noch nicht auseinandergenommen haben. Da können wir uns auch noch drum kümmern. Bei Gelegenheit. Das ist so noch ein komplett unentdecktes Gebiet. Müssen wir eh nochmal rein. Das ist bitter. Woher weißt du, dass er zu dir gehört? Man kann ihn ja nicht mal mehr erkennen. Wir haben irgendwie nur noch Gewitter. Ich bin... Also jetzt bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass die das Wetter kaputt gepatcht haben. Außer wir stecken in einer Quest fest, bei der dieses Wetter vorausgesetzt wird. Ich mach das mal weg. So, jetzt haben wir wieder schönes Wetter. Schauen, wie lange das hält. Kann so wieder sein, dass hier irgendwo ein anderer Samurai rumläuft und auch Flöte spielt. Und dadurch das Wetter ändert. Keine Ahnung, sind wir online? Noch nicht, ne? Mhm. Da oben. Okay. Gut, wenn ein Friedhof ist, wissen wir sowieso, was es heißt. Zum einen eine Grille. Und zum anderen natürlich Mongolen. Höchstwahrscheinlich. Und ein Vogel. Der Händler in Asamo meinte, sein Nachbar traf hier Banditen. Scheint verlassen zu sein. Ich sehe mich mal um. Viel Asche. Das Lagerfeuer wurde oft benutzt. Mhm. Alte Verbände. Nicht viel Blut. Leichte Wunden. Und hier drin, ne? Doch, hier war ich auch schon mal. Jemand hat hier vor kurzem gegessen. Der Händler war zu Recht misstrauisch. Ich muss mich verstecken und auf den Nachbarn des Händlers und seine Banditenfreunde warten. Okay. Na ja, gut, wenn es nur Banditen sind, sollte ja kein Problem darstellen. War es schwer, aus Asamo rauszukommen? Nein, aber da waren Mongolen auf der Straße. Ich glaube, sie suchen nach uns. Beeilen wir uns. Was habt ihr diesmal dabei? Die Statue von Inari. Oh, die ist wertvoll. Komisch, dass die Mongolen sie nicht genommen haben. Vergraben wir sie mit dem Rest. Diebe. Mal sehen, wo sie alles hinbringen. Haltet die Augen nach Ärger offen. Ich bin Ärger. Wie geht's den anderen? Verstecken sich. Die Mongolen sind ein paar Mal am Haus vorbeigeritten, aber bisher geht's allen gut. Schön im Schlaf. Habt ihr das gehört? Pferde! Mongolen! Deckung! Da hinten. Und die sehen euch nicht.
Interessant. Sie sind weg. Dann los. Wir hatten Glück. Sie haben den armen Tamon auf der Straße erwischt. Die Patrouillen werden schlimmer. Bestimmt wegen dieses Samurai. Die Mongolen jagen ihn in der ganzen Präfektur. Hoffentlich erledigt er die Bastarde. Wie wär's, wenn ich zuerst mal euch erledige? Wir sind fast da. Wir müssen so schnell wie möglich von der Straße. Was ist mit Tamon passiert? Die Mongolen haben ihn gepfählt. Auf einem Ameisenhügel. Er hat eine Stunde lang geschrien. Das ist schrecklich. Hier wollt ihr? Bringen wir es schnell zu Ende. Was tun Sie da? Mir gefällt es nicht, Inari so zu vergraben. Lieber in einem Grab, als auf einem Mongolenschiff. Das klingt nicht nach Dieben. Das stimmt. Beeilt euch! Hier stimmt was nicht! So, Inari ist sicher. Stelle dich den Banditen. Muss ich jetzt umbringen? Das reicht. Keine Bewegung. Verflucht, ich wusste, wir wurden verfolgt. Wartet, das ist der Samurai. Gut, dass ihr es seid. Eine seltsame Reaktion für einen Dieb. Wir sind keine Diebe. Ihr habt die Mongolen aus der Asamo-Bucht vertrieben. Aber was, wenn sie zurückkommen und plündern? Wir verstecken die wichtigsten Dinge aus unserem Schrein. Nur für den Fall. Sotaro! Kihai! Kommt schnell! Ukon, ihr solltet bei den anderen bleiben! Belausche die Banditen, ich soll mich mitten reinstellen. Die Mongolen haben das Haus gefunden. Unsere Leute sind gefangen. Sie werden sterben. Wie viele Mongolen? Ich konnte nicht alle zählen. Wer von euch kann kämpfen? Kihai und ich. Ihr kommt mit mir. Ihr beide geht ins Haus und beschützt eure Leute. Womit? Mit allem, was ihr habt. Mongolen! Sie kommen von allen Seiten. Angriff! Es kommt mehr! Wir hätten fliehen sollen! Ja, hättet ihr vielleicht. Wo sind die denn? Ach, hier. Wir geben nicht auf! Wir werden sterben! Ja, nur ein bisschen. Nun komm! Otaro, hinter euch! Achtung, Kihai! Es kommt immer mehr! Sie töten uns! So. Was ist das jetzt? Gib mir deine Vorräte. Ich brauche sie alle. Leder. Also wir sind aber gerade einen heftigen Umweg gelaufen, ne? Warte. Erstmal alles ausräumen.